Hallo meine lieben Leute und herzlich willkommen zurück zu Hitman 2. Ja, wir sind hier weiter noch bei den Missionen vom ersten Hitman, beziehungsweise vom Reboot vom Hitman. Wir wollten ja jetzt erstmal die Mission durchmachen und dann ja die Kampagne von Hitman 2 machen. Und die nächste Mission, nachdem wir hier ein goldener Käfig gemacht haben, ist Club 27. Und diese Mission würde ich sagen, starten wir mal. Your destination is the Himapan Luxury Hotel Resort on the Chao Phraya River, just outside Bangkok. Your main target is Jordan Cross, the lead singer of The Class, a renowned indie rock outfit recording their highly anticipated sophomore album. But this millennial poster boy harbors a dark secret. One year ago, promising young actress Hannah Highmore fell to her death from Cross's penthouse loft in Dumbo, New York. According to the police, Miss Highmore's death was a tragic accident, but her parents remain unconvinced. They firmly believe that Cross murdered Hannah and only escaped justice due to the power and influence of his father, billionaire media mogul Thomas Cross. A secondary target, Ken Morgan, corporate fixer and attorney to the Cross family, is also staying at the hotel. Cunning and unscrupulous, Morgan was a key agent in the cover-up of Hannah Highmore's murder and Jordan Cross's subsequent acquittal. The Highmores understandably want retribution, and while the system may be powerless, ICA is anything but. I will leave you to prepare. Okay, das heißt, wir werden einen Mörder ermorden. Okay, kann man machen. So, Planung. Schmuggelobjekt. Gucken wir doch mal. Suit von 47. Wir können da ja mal was deponieren. Ob wir es brauchen, ist eine andere Sache. Ich werde da mal... Was tun wir denn da hinklatschen? Sturmgewehr, glaube ich, brauchen wir nicht. Pistolen dürften wir auch genug haben. Ich werde da mal notfalls eine Giftspritze deponieren. Klavierseite, brauchen wir die unbedingt? Ja, komm, brauchen wir eigentlich, glaube ich, nicht. Ich will jetzt die Stufe wieder auf Profi und dann können wir das eigentlich hier starten. Da bin ich mal gespannt, wer von den beiden zuerst dran glauben darf. Von dieser, ja, doch sehr einflussreichen Familie Cross und halt der Anwalt. Welcome to Bangkok 47. Ken Morgan has booked the Queen Suite, but has yet to check in. You will find him in and around the restaurant. Oddly enough, Jordan Cross seems completely unaware of his presence. Cross and the Class have set up a recording studio in the Emperor's Suite on the third floor. Private security around Cross and his entourage is highly capable. Still, I am sure you can find your way into his inner circle. After all, today is Jordan Cross's 27th birthday. The age when rock stars die. Good luck, 47. Ja, und uns auch viel Glück, denn ich habe die Mission eben schon mal gestartet und hatte wieder denselben Fehler, den ich schon mal hatte. Und zwar hatte ich wieder ein extremst verpixeltes Bild mit ja, komischen Farben, weswegen ich die Mission jetzt zum zweiten Mal neu starte. Ich hoffe, dass es diesmal funktioniert. Ich werde auch gleich mal einen Zwischenspeicher irgendwann mal machen, um notfalls da wieder anfangen zu können. Ist echt ein bisschen doof gelaufen. Und ich hoffe, dass es jetzt etwas besser funktioniert. Wir haben hier auf jeden Fall eine Unterhaltung, die wir jetzt mitkriegen. Da geht es halt um ein Mikrofon, was wir uns besorgen müssen. Und da werde ich mich jetzt mal so langsam in die Richtung begeben, beziehungsweise wo das Mikrofon selber ist, weiß ich noch nicht, aber ich habe noch für das andere Ziel was gefunden. Und ja, deswegen weiß ich schon, dass ich hier runter muss. Ich bin hier einige Sachen schon abgelaufen. So, die Kamera machen wir erstmal kaputt, damit die uns nicht hier stören kann. Und ich wechsle auch nochmal vorsichtshalber zu den Münzen, weil ich nicht versehentlich jemanden erschießen möchte. Hier müssen wir uns langschleichen, das ist aber eigentlich gar kein Problem. Die Brechstange nehme ich auch mal mit. Und genau, die Münze finde ich etwas doof, dass er manchmal die Sachen dann direkt in die Hand nimmt.
Wir hätten hier ein Ereignis, was wir uns durchlesen können. Das können wir mal gerade machen. Aber das ist jetzt nicht das, was ich machen werde. Denn ich habe einen ganz anderen Plan. Und dafür muss ich erstmal an hier der Wache vorbeikommen. Also da muss ich jetzt erstmal abwarten. Ich weiß nämlich nicht, wenn er sich im falschen Moment umdreht, könnte das schwierig werden. Denn wir haben da vorne eine Tasche mit Klamotten. Die müssen wir anziehen, um hier uns im Gebäude etwas ja, besser fortbewegen zu können. Zumindest in dem Bereich, wo ich jetzt schon durchgegangen bin, da ging es damit auf jeden Fall um einiges einfacher. So. Was ich auf jeden Fall noch brauche, das werden wir uns jetzt noch holen, ist, müsste hier irgendwo liegen. Irgendwo da. Was liegt denn da noch? Rattengift, oder nehme ich auch nochmal mit. Für den Fall der Fälle. So, diesen Schraubenzieher brauchen wir. So. Okay, hier war auch noch was. Ach, hier war sogar noch mehr Rattengift, sehe ich gerade. Ich wusste gar nicht, dass hier so viel Rattengift liegt. Was liegt denn da noch auf dem Boden? Was können wir denn da aufheben? Ach, Kochpersonal könnte man notfalls machen. Wir werden uns allerdings noch was gleich stibitzen. Ja, die schuckt das nicht, ne? Dass ich dir da gerade den Schraubenschlüssel geklaut habe, oder? So, und zwar, wir werden da mal eine Dose hinwerfen. Ja, scheiße. Das war jetzt ein bisschen blöd. Ich hoffe, der kriegt das nicht mit, dass ich das war. Okay, machen wir es vielleicht doch mit der Münze. Das ist vielleicht doch ein bisschen einfacher. Denn wir brauchen hier diesen Schlüssel, den wir uns jetzt geschnappt haben. So, jetzt können wir hier eigentlich hoch. Jetzt muss ich nur gerade überlegen, wo es genau hoch ging. Ne, das war es nicht. Ah, jetzt sehe ich es wieder auf der Map. Hier muss ich nämlich lang. Naja, die Kamera hat mich da leicht gesehen, aber gut. Es ist ja auch kein Silent Assassin Modus, was wir hier machen. Und daher auch nicht so dramatisch. Und zwar haben wir hier nämlich für unser zweites Ziel was. This piece of crap for like an obscene amount of money. I just gotta get the engine running. A guest wants to buy your crummy old tuk-tuk. Tourists, right? They just love authenticity. I don't know, the guy wants to use it as a golf cart at his Hampton's Country Club or whatever. Be my guest. Ja, es dauert jetzt noch ein kleines bisschen. Wir müssen nämlich warten, bis die da zu Ende gequetscht haben. Denn was ich nämlich gesehen habe, beziehungsweise was man erfährt, was ist denn hier, dass man, dass das Ding hier verkauft werden soll wohl. So, ich hoffe, die sieht das jetzt hier. Na, scheiße. Uff, das war knapp. Ich weiß nicht, wer das ist. Die ist da nämlich letztes Mal nicht rausgegangen. Ich habe keinen Plan, wer die jetzt ist. Das war nämlich gerade eben nicht. Die ist aber... Die ist kein Ziel, aber... Was die da jetzt macht, keine Ahnung. Und
to deliver Mr. Morgan the good news. Sehr schön. Jetzt hat der das Ding ja nämlich repariert. Jetzt können wir das hier nämlich sabotieren. Jetzt läuft hier nämlich das Benzin aus. Und wenn er das Ding nachher startet, könnte es sein, dass es da ein bisschen knallt. So, wir werden jetzt in der Zwischenzeit mal... ups, nein, da will ich nicht lang. Werden wir mal in der Zwischenzeit gucken, dass wir dieses komische Mikrofon bekommen. Es soll halt in irgendeiner Suite sein, aber wo genau, keine Ahnung. Warte mal, können wir mal gerade gucken. Agentur-Pickup. Also wir sind jetzt auf Ebene 2. Ebene 3, Skyner. Ebene 4. Ebene 5 ist ein Ziel von uns, das ist John Cross. Das heißt, da könnte es sein, dass da dieses komische Studio ist. Das heißt, ich gucke am besten mal Ebene 3 und 4. Okay, das scheint das nicht zu sein. Dann gehen wir mal eine höher. Hier könnte was sein. Hier war ich nämlich auch noch nicht. Also quasi was ab jetzt kommt, das ist auch für mich komplett neu noch. Warte mal. Irgendwo habe ich doch was gelesen. Wo war das? Mikrofon. Bin ich jetzt blöd? Ich meine, ich hätte irgendwo eine Nummer gesehen von einem Zimmer. Komm, dann öffnen wir das hier erstmal. Ah, was macht der denn jetzt hier? Komm, ich öffne die Tür jetzt mal. Oder kommt der mir jetzt... Ah, jetzt kommt der mir hinterher, ey. Tür wieder zu, oder was? Komm, probiere ich das Ding hier mal. Move along, sir. Ich war nie hier. Scheiße, mich hat da natürlich ausgerechnet jetzt wieder einer gesehen, ne? Das war ja wieder klar. Oh shit. Das hätte besser laufen können. Das hätte definitiv besser laufen können. Jetzt müssen wir einen Moment abwarten. Vielleicht gehe ich hier erstmal raus. Kacke. Aber ich habe hier auch keine Person in der Nähe gesehen, ne? Da liegt doch irgendwer. Oder bin ich jetzt blöd? Ach, die Wache war das eben, die mich da gesehen hat, oder was? Oh. Schnell rein hier. Huppala. Ich hoffe, die kommt jetzt hier nicht rein. Ach komm. Uff. Das war knapp. Der Typ schläft hier nämlich anscheinend. Ah. Target down. Now on to Jordan Cross. Okay, wir haben anscheinend den einen jetzt eliminiert. Der wurde anscheinend jetzt von diesem Auto getötet. Ich hätte es jetzt gern anders gemacht, beziehungsweise ich hätte es gern gesehen. Ist jetzt natürlich ein bisschen blöd gelaufen.
So, wir haben auf jeden Fall jetzt das Mikrofon. Jetzt müssen wir gucken, dass wir uns irgendwie dann Zugang zu dem einen Raum da verschaffen. Okay, hier sind wir schon mal ganz falsch. Ich muss irgendeine Ist das hier unser Raum? Ich glaube ja, ne? Ah. Nehmen wir mal vor, jetzt haben wir das Gift auch noch mit. Aber wir müssen halt dieses Mikrofon eigentlich quasi benutzen. Was haben wir hier noch? Das ist noch eine Toilette. Okay. Die Frage ist nur, wo muss ich mich hinbegeben, beziehungsweise wo kriege ich eine vernünftige Verkleidung hin? Denn ich glaube, in der Verkleidung, wie es jetzt ist, komme ich hier nicht durch. Ich habe es mir nämlich schon fast gedacht. Probier mal die hier mal. Vielleicht finden wir hier irgendwas Schönes. Beziehungsweise habe ich denn bei dem einen eben was übersehen vielleicht? Jetzt gucken die natürlich alle hier hin. Das ist manchmal ein bisschen unlucky. Öffne ich die Tür halt erstmal. Okay, hier ist auf jeden Fall nichts. Oh, da ist jemand im Hotelzimmer. Huh. Das hätte jetzt auch in die Hose gehen können. Gucken wir nochmal. Nicht, dass ich da hab was liegen lassen. Irgendwelche Klamotten. Ne, ich sehe keine Klamotten zum Umziehen. Oh, noch eine Münze. Ja, die nehme ich da gerne mit. Aber hier ist nichts zum Umziehen. Scheiße. Ne, da ist nur so eine Lounge. Okay. Dann müssen wir mal gucken, dass wir irgendwo an andere Klamotten drankommen noch. Der darf uns nicht sehen. Uff, das hätte in die Hose gehen können. Who's the jittery guy over there? Looks like another one of those rock stars. That's Abel De Silva. He's only one of the most awesome drummers on the New York indie scene. He was in Death and Taxes and Flat Earth Society. Yeah, I like Top 40. Anyway, De Silva's filling in for the drummer in Jordan Cross's band. Who quit yesterday? The record label flew him in, and I took him up to the restaurant lounge. So Miss Barrett, the manager, she's gonna come get him soon. Gee, I guess I should get his autograph. You don't deserve his autograph. You deserve poop in a bag. Ah ja. Das ist sehr interessant. Das bringt mir aber trotzdem, glaube ich, gerade nicht wirklich was, oder? Ich bräuchte eigentlich eine andere Verkleidung. Ich speichere mal gerade. Okay. Ich habe langsam echt das Gefühl, wir müssen wirklich nochmal in den einen Raum, da wo wir eben das Mikrofon geklaut haben, weil sonst sehe ich keinen, der in den Klammern, beziehungsweise der was mit diesem Typen zu tun hatte. Das heißt, wir müssen in diesen Raum nochmal rein. Es wäre natürlich gut, wenn das jetzt keiner mitkriegen würde. So, da rein. Vielleicht... Wow, ich bin so ein Trottel.
Hier liegt die Verkleidung. Das hätte man noch einfacher haben können. Okay. So, dann gucken wir mal. Wo ist denn der Typ überhaupt? Auf der anderen Seite. Ja, können wir eigentlich mal hier durchgehen, oder? Ist hier irgendwo eine Kamera? Siehst du hier manchmal so schlecht? Ja, da ist eine Kamera mal wieder. Problem ist der Typ natürlich. Vor allem, wo sieht die Kamera mit? Da ist sie. Ah. Ich habe mir schon gedacht, dass auf dem Dach Kameras sind, aber dass die direkt hier drunter ist. Okay, da habe ich sie jetzt ehrlich gesagt nicht unbedingt gesehen. Können wir die mal ablenken gerade? Ich hoffe, das funktioniert. Scheiße. Klappt jetzt nicht ganz so gut gerade. Ich verstecke mich mal gerade. Das läuft jetzt nicht so ideal. Sind die immer noch hier? Die laufen weiter. Ich warte noch einen Ticken. Okay, sieht aber gut aus. Okay, da steht einer, der mich erkennen könnte. Ich probiere es mal. Guckt jetzt in meine Richtung. Sieht so aus. Okay, schnell. Sehr schön. Weil jetzt sind wir quasi als Tontechniker verkleidet. Puh. Der hätte sich gerade fast zu früh umgedreht. Nice. Okay. Okay, da geht's hoch. Da steht ein Klavier. Also heimlich eintöten ist schwierig. Ach, ansprechen. Okay, thank you. Not too shabby. How would that work? How about something along the lines of the ravines into the fray? You know that cool sounding. Yeah. You know the one I'm talking about? Wie das zurzeit beschäftigt. Ready? Kann ich ihn jetzt ansprechen? Wes. Ah. That Branson MD2 mic you ordered. Sweet. Swap it for the one in the booth, yeah? Can't wait to test this baby out. Weil das musste einen Grund haben, dass ich den hätte ansprechen können. Das wäre sonst ein bisschen schwachsinnig gewesen, oder? Oh. Schnell da rein. Okay, austauschen. Zack, haben wir das alte Mikrofon drauf gemacht. Okay, guckt noch in die andere Richtung, das ist gut. Jetzt weiß ich nur nicht, kriegt ihr jetzt von alleine einen Stromschlag oder muss ich hier an dem Mischpult noch irgendwas umbasteln? Was haben wir denn hier? Spannung erhöhen, oh, das hört sich gut an. Kann ich hier noch was ändern? Ja, okay, da könnte ich. Oder muss ich da was machen? Muss ich jetzt. Lol. Okay, das darf ich anscheinend nicht. Das muss ich hier nach dem, was auf dem Display-Dings sortieren. Oder wie?
Aber das ist doch alles das gleiche, oder nicht? Oder darf das nur nicht auf dem roten liegen? Nehmen wir das mal. Ist das jetzt egal, was ich hier auswähle, oder was? Hm. Das ist doof, dass es jetzt nach unten geht nicht. Da ist ja schon was. Ja, ich glaube, in der Reihe darf ich dann auch nichts ändern, oder? Warte mal, das geht wie so ein... Komm. Mich würde das jetzt nicht wundern, wenn ich dann... Warte mal, da glaube ich nicht. Einen Arm von den beiden könnte ich mir jetzt vorstellen. Hat das irgendwas hiermit zu tun? Komm, ich nehme das mal. Lol, funktioniert sogar. Ja, nice. Da ist die Zielperson. Ah, der kommt gerade runter. Oh. Ich darf auf jeden Fall hier nicht gesehen werden. Ich werde mich mal so ein bisschen bedeckt halten, aber ich möchte zumindest sehen, wie der dann stirbt. That is Jordan Cross, revered and reviled in equal measures. Das ist nur der und der da hinten, der mich sehen kann, und der am Eingang. Was haben wir denn hier? Untertauchen. Okay, das wäre jetzt hier so ein bisschen schlecht, hier jetzt unterzutauchen. Darf ich mich hier eigentlich hinstellen? Ich würde gerne sehen, wie der umfällt. So dürfte es doch gehen, oder? Na komm, fang an zu singen, Junge. Ich möchte was hören. Doof rumstehen kann ich auch. Fang an zu singen, Junge. Oder habe ich irgendwas vergessen? Geil. Sie hat wirklich einen Stromschlag bekommen. Ja, nice. Okay, das ist jetzt gar nicht auffällig, dass wir alle rausgehen. Das Problem ist, der guckt in die falsche Richtung für mich. Jetzt muss ich, glaube ich, warten, bis der sich umdreht wieder. Das scheint nämlich der einzigste Ausgang zu sein. Okay. Und jetzt weg hier. Ah, Mann. Wo machen die denn da eine Absperrung? Okay, wir haben da einen Ausgang und da einen Ausgang und da steht einer. Scheiße. Na komm, geh weiter, Junge. Gehe ich einfach noch eine Etage runter. Ich glaube, da war doch... Genau, da zeigt er mir doch was an. Da ist eine Kamera, ist das Problem. Irgendwie muss ich der Kamera doch entwischen noch. Oder wir gehen einfach hier außen lang, ne? Scheiße, ich glaube, ich habe mich jetzt in die falsche Richtung gelockt, ne? Kacke. Eigentlich wollte ich dich da hinten hin haben. Hey, it's me. I just heard something suspicious. Hello? Na, okay, von da aus geht's nicht. Ich habe nur noch eine Münze. Was? Oh fuck. This
area is off limits to you, sir. You need to stay right there, mister. Ja, ja, ich bin dann mal weg, ne? Oh, fuck, ey. Jetzt habe ich den Anfang echt noch verkackt. Ich könnte kotzen. Es lief eigentlich so gut. Aber wir haben es uns durchgeschafft, aber das muss ich definitiv nochmal machen. Das war jetzt nicht so gut gelaufen. Es geht auf jeden Fall besser. Sehr viel besser. Vor allem, weil wir am Ende entdeckt wurden. Das hat mich ein bisschen gekotzt jetzt. Scheiße, ey. Zumindest haben wir es einigermaßen gut hinbekommen. 3-Sterne-Bewertung. Alter, was wir hier an Level-Ups kriegen, ey. Uff. Alter Schwede. Krass. Überspringen, weil wie gesagt, wenn, dann mache ich das selber irgendwann nochmal, aber wir haben es jetzt einmal durchgemacht. This was no coincidence. Not by a long shot. Thomas Cross had billions in hidden offshore accounts, all stripped clean within hours of the kidnapping. Someone wanted the son dead to lure out the father. Someone smart enough to stay in the shadows while we did the wet work and the Highmores picked up the check. A shadow client. Someone got rich. The contract was just. That was a sound problem. I know you don't care about politics, 47. But ICA is neutral, or as has been. Can't allow ourselves to be manipulated. Besides, it's happened before. Italy, Morocco, Paris. All our clients got their intel the same way. Anonymous tips. From a hidden source. Each contract perfectly legit, yet part of a grander design. I don't see the pattern. Somebody does. The board has asked us to chase down this shadow client, and our analysts are closing in as we speak. I know that tone. Someone's playing a game, 47. The question is, against whom? Sehr merkwürdig. Also alles, was wir machen, wurde im Vorhinein irgendwie angeleiert von jemand Fremden, der da seinen Nutzen draus zieht. Und es ist, ja, noch nicht klar, wer genau, beziehungsweise wie genau das geschehen ist. Okay. So. Good morning, 47. We have a lead on the shadow client. ICA White Hats have traced the anonymous data received by our clients to one Olivia Hall, brilliant young hacktivist and suspect in a dozen cases of cyber vandalism. Using onion routing with state-of-the-art encryption, Hall went to a lot of trouble to stay untraceable. She is good, but we
are better. Her digital trail has led us to a remote farm in Colorado, where satellite footage has revealed what appears to be the training camp for a private militia, led by an already registered target, Sean Rose, Australian environmental terrorist and explosives expert wanted for a series of public bombings. Rose was spotted near the scene of Thomas Cross's kidnapping, which makes him our prime suspect for the Shadow Client. Spurred by Eric Soders, the ICA Board of Directors has asked us to infiltrate the farm and eliminate Sean Rose, along with three other prominent militia members. Ezra Berg, retired Mossad interrogator. Penelope Graves, former Interpol anti-terror analyst. And finally, Maya Parvati, former assassin and gunrunner for the Tamil Tigers. I'll be honest with you, 47. I consider Eric Soder's reasoning hasty and ill-advised. Now, we cannot go against the wishes of the board, but we can conduct our own investigation. Whether a direct threat to the ICA or not, we need to know the Shadow Client's true agenda. I will leave you to prepare. Ich hatte jetzt eigentlich gar nicht vor, die Mission da anzustarten. Darum gehen wir da direkt raus. Ich wollte eigentlich nur zurückgehen, aber irgendwie hat er jetzt das Video abgespielt. Das heißt, wenn wir denn die Mission starten, werde ich einfach das Video nochmal starten. Dann sollte es eigentlich kein Problem sein, dass man dann immer noch weiß, worum es geht. Ja, ich würde sagen, wir machen an der Stelle auch erstmal Schluss, Leute. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Also, haut rein, Leute.